Hallo zu einem neuen Video von CRISPR-Gate. In meinem Vorstellungsvideo hatte ich euch ja erzählt, dass ich die Anwendung von der CRISPR-Cas9-Technologie für uns im Labor einfacher machen möchte. Doch, wie wird CRISPR-Cas überhaupt angewendet und was braucht man dafür? Für die Anwendung von CRISPR braucht man zunächst mal eine konkrete Fragestellung bzw. ein Gen, das man verändern möchte. In den Pflanzenwissenschaften wird die Methode gerne verwendet, um die Funktion eines Genes weiter zu erforschen. Joram hat in seinem Erklärvideo ja schon anschaulich dargestellt, wie die CRISPR-Cas9-Methode in der Pflanzenzüchtung eingesetzt wird und diese Methode mit den konventionellen Züchtungsmethoden verglichen. Ich werde jetzt nur kurz darauf eingehen, wie CRISPR-Cas9 die DNA verändert. Das System besteht aus zwei Komponenten, dem Cas9-Protein, das einen Doppelstrangbruch in der DNA erzeugen kann, und die sogenannte Guide-RNA, die wie ein Navigationssystem funktioniert und die Cas9 an die gewünschte Stelle im Genom bringt. Dort an dieser gewünschten Stelle erzeugt die Cas9 einen Doppelstrangbruch. Dieser wird von den zelleigenen Reparaturmechanismen wieder repariert, sodass die DNA wieder wie vorher aussieht. Dann kann der Komplex aus der Guide-RNA und der Cas9 allerdings wieder an die gleiche Stelle binden und dort wieder einen Doppelstrangbruch erzeugen. Dies erfolgt so lange, bis dem Reparaturmechanismus doch mal ein Fehler unterläuft und eine veränderte Sequenz an dieser Stelle entsteht. Diese Veränderung oder Mutation kann Auswirkungen auf die Funktionalität des entsprechenden Gens haben. So kann zum Beispiel die Funktion dieses spezifischen Gens weiter erforscht werden, indem die äußeren und inneren Eigenschaften der mutierten Pflanze mit den sogenannten Wildtypen, also den ursprünglichen Pflanzen, verglichen werden. Aber wie spielt sich das in der Pflanze ab? Die Informationen für die gRNA und die Cas9 sind im Normalfall nicht in der Pflanze vorhanden. Doch wie können die Forscher diese Informationen in die Pflanze einbringen? Dazu müssen wir verschiedene Bausteine, die zum Beispiel für das An- und Abschalten der gRNA und der Cas9 zuständig sind, zusammenbauen. Dieser Vorgang wird auch Klonieren genannt. Die Informationen für die verschiedenen Komponenten werden in einen sogenannten Vektor kloniert. Und dieser Vektor kann dann in die Pflanzenzellen gebracht werden. Die Informationen auf dem Vektor werden von der Pflanzenzelle gelesen und diese kann die Informationen in die dazugehörigen Moleküle und Proteine umwandeln. Tobi von Tobiology hat in seinen Videos sehr anschaulich erklärt, wie Gene ein- und abgeschaltet werden und wie zum Beispiel die Vektoren bzw. die Informationen in die Pflanze eingebracht werden. Schaut doch mal rein! Ich werde euch jetzt mit ins Labor nehmen und zeigen, wie so ein Vektor überhaupt zusammengebaut wird. Normalerweise würde ich jetzt die einzelnen Komponenten für einen Expressionsvektor zusammenpipettieren. Da es aber ein bisschen langweilig ist und ihr nicht wirklich seht, was dabei gemixt wird, habe ich mir heute zur Hilfe Legosteine mitgebracht. Auf dem Vektor werden die Informationen gesammelt und gespeichert. Zunächst einmal brauchen wir einen Promoter, der die gRNA-Expression anschaltet. Hinter dem Promoter kommt die individuelle gRNA. In unserem Vektorsystem ist es möglich, mehrere gRNAs simultan zu exprimieren, sodass die Cas9-Proteine gleichzeitig zu verschiedenen Stellen im Genom gesteuert werden. Für die Cas9-Expression brauchen wir auch einen Promoter, der direkt vor die Cas9 gesetzt wird. Um dann am Ende die Expression wieder zu beenden, kommt ein sogenannter Terminator. Und in unserem Fall haben wir am Ende unseres Vektors noch eine sogenannte Multiple Cloning Site. Das ist einfach eine Sequenz, bei der die Möglichkeit besteht, einfach noch andere Komponenten reinzuklonieren. Ich habe ein System entwickelt, in dem wie in einem Lego-Baukasten jede Komponente einzeln zusammengesteckt werden kann, wieder ausgetauscht werden kann und so haben wir eine hohe Flexibilität und Modularität in diesem System. Das ist besonders notwendig, wenn wir in verschiedenen Pflanzenarten arbeiten, denn zum Beispiel funktionieren nicht alle Promotoren in allen Pflanzenarten und durch dieses System ist die Anwendbarkeit von der CRISPR-Cas-Technologie einfacher für uns geworden, weil wir je nach Anforderung einzelne Komponenten zusammenfügen können und somit für jede Pflanzenart und für jedes Projekt
eine Lösung haben. Wenn ihr mehr über CRISPR in der Pflanzenforschung wissen wollt, dann folgt uns auf YouTube, Twitter oder Facebook. Bis dann!